Servus Leute, heute stelle ich euch mal meine neuen Tattoos vor. Ich habe im letzten Monat zwei neue Tattoos stechen lassen. Ich fange mal mit dem ersten an, das habe ich mir am 1. September bei der Tattoo Convention in Augsburg stechen lassen. Und jeder, der noch nicht auf so einer Convention war, kann ich wirklich jedem empfehlen. Also vorausgesetzt, man interessiert sich für Tattoos. Es war in der Kongresshalle in Augsburg, da sind Leute gekommen von überall her, also da waren welche aus Österreich da, aus Berlin, haben die ihre Stände aufgebaut und da kann man sich halt dann auch tätowieren lassen ohne Termin, also halt direkt am Stand. Also es war wirklich mal Erfahrung. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon hingehen, aber habe es dann nicht geschafft gehabt. Ja, und ich war halt mit Kumpels dran, habe halt ein bisschen rumgeschaut und da habe ich mir gedacht, das habe ich jetzt schon länger eben vorgehabt, mir eine Zirbelnuss stechen zu lassen, weil ich ja in Augsburg geboren bin. Und ja, ein bisschen Lokalpatriotismus ist es dann. Nee, wollte ich mir schon länger mal stechen lassen und dann habe ich eben da gleich die Chance genutzt. Und ich habe es mir allerdings bei einem Stand von einem Tattoo-Studio aus Augsburg stechen lassen, und zwar beim Chick Tattoo. Das ist in der Ulmer Straße in Augsburg. Weil jetzt, ich wollte es halt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bei dem Stand aus Berlin stechen lassen, weil wenn es halt irgendwie Probleme gäbe oder wegs Nachstechen und so weiter, ist halt immer dann blöd. Und so kann ich halt direkt ins Studio wieder gehen. Ich zeige es euch mal. Ich habe mir das unten da rechts an die Warte tätowieren lassen, stechen lassen. Das Ganze hat mir 150 Euro gekostet, also echt ein guter Preis, weil es ja eigentlich doch relativ groß ist. Bin auch sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Habe auch nicht nachstechen lassen müssen, also das ist super verheilt gewesen. Genau, das war das erste Tattoo und jetzt kommt das zweite. Habt ihr vielleicht im letzten Video von mir schon gesehen, und zwar den Wallknot, den Wotansknoten hier auf die Hand. Ist ja nicht 100% verheilt, aber ja, soweit eigentlich schon. Das habe ich mir beim K770 stechen lassen in Welden. Die waren ja früher geschoben, sind aber nach Welden umgezogen. Da habe ich mir auch mein Deutschland-Tattoo stechen lassen und hinten im Nacken meine chinesischen Zeichen. Dafür habe ich 80 Euro gezahlt. Ja, wer sich dafür interessiert, Wallknot, der Wotansknoten, das ist ein altes, germanisches, keltisches Symbol. Habe mir auch schon länger überlegt, das mir machen zu lassen. Und normalerweise jetzt auf der Handfläche, also auf der, ja, auf dem Handrücken jetzt, ein Tattoo ist es vielleicht nicht immer so gut. Also sollte man sich schon gut überlegen, weil eben wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt, kann es natürlich Probleme geben. Also normalerweise empfehle ich das jetzt eigentlich keinem, aber das habe ich mir halt jetzt machen lassen, weil es ja recht klein ist, recht dezent ist. Also wie gesagt, so ein riesen Ding jetzt auf der Hand oder so würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Ja, bin ich auch super zufrieden damit. Ja, und was die Bedeutung von dem betrifft, eben altes germanisches, keltisches Symbol, steht für, ja, praktisch im Kampf erschlagene Krieger. Könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, mal auf Wikipedia schauen oder im Internet halt schauen. Das Lustige ist, dass das Zeichen, da wird ich von meinem Bruder immer verarscht. Oder was ist immer verarscht? Ja, da hat er auch schon seine Witze drüber gemacht, dass das ja das vom DFB das Zeichen ist. Und wenn er auf Wikipedia schaut, das stimmt, also der DFB verwendet ebenfalls den Wallknot, den Wotansknoten. Allerdings ein bisschen abgeändert. Aber wie gesagt, die haben auch das Symbol. Also keine Ahnung, gibt es bestimmt viele, die denken, boah, der Typ, der ist Anhänger des DFB oder Mitglied beim DFB und hat sich das jetzt stechen lassen. Ist aber nicht so. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst wie immer ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer informiert seid, wenn neue Videos kommen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Tattoos habt und wie ihr meine Tattoos findet. Könnt ihr euch auch gerne meine anderen Videos anschauen auf meinem Kanal, wo ich meine Tattoos vorstelle. Also die ich jetzt bisher schon habe. Und genau, seid schon gespannt auf das nächste Video, das kommt. Das wird eine Abrechnung mit der Heuchelei beim Klimaschutz. Das ist allerdings nicht von mir, das ist von meinem Bruder, der da ja Stellung dazu bezieht. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ansonsten Leute, haut's rein.